Ein herzliches Willkommen zu unserem 219. Kiezspaziergang. Ein herzliches Willkommen zu unserem 219. Kiezspaziergang. Keine Sorge, dieses neue Format werde ich nicht durchgehend mit dem Mund-Nasen-Schutz Ihnen präsentieren. Worum geht es? 18 Jahre Kiezspaziergang bedeuteten sich begegnen, den Kiez ertippeln. Die Corona-Pandemie hat uns im März auch mit diesem so geschätzten Format der Bürgernähe, des Erkundens miteinander der Vielfalt unserer City West jäh gestoppt. Jetzt mit Blick auf Juli haben wir die Idee entwickelt, sozusagen ein Pilotformat nutzend hinauszugehen, das Internet zu nutzen. Heute geht es um 100 Jahre Lietzenseepark. Wir konnten das Haus der Jugend Zillestraße gewinnen, hier die Aufnahmen mit uns zu machen. Dafür ein großes Dankeschön. Meine Lieben, ich hoffe sehr, dass wir bald Gelegenheit haben, auch uns wieder live zu begegnen. Wenn es soweit ist, werden wir das rechtzeitig bekannt geben. Im Augenblick heißt es aber, fight Corona, Respekt und Abstand halten und wahren. Der Lietzenseepark wurde 1920, also eben vor 100 Jahren, der Öffentlichkeit übergeben. Wir wollten in diesem Jahr 100 Jahre Geburtstag feiern und auch diese Veranstaltung mussten weitgehend auf das kommende Jahr verschoben werden. Wir werden etwas zur Geschichte des Parks hören und später treffen wir Menschen, die sich aktiv, teilweise schon viele Jahre, ehrenamtlich für dieses Kleinod mitten im Herzen der City West gelegen, engagieren. Stichwort Bürgerverein, Stichwort Parkwächterhäuschen. Wie viele unserer Parks und Gärten ist auch der Lietzenseepark ein Werk unseres früheren Gartenbaudirektors Erwin Barth. Deshalb wurde der Platz zwischen Lietzenseepark und Kaiserdamm an seinem 125. Geburtstag nach Erwin Barth Platz benannt. Barth wurde 1880 in Lübeck geboren und starb 1933 im Jahr der nationalsozialistischen Machtergreifung hier in Berlin. Er begann seine gärtnerische Ausbildung in Lübeck und Elmshorn und schloss sie 1900 an der Königlichen Gärtnerlehranstalt in Potsdam-Wildpark ab. 1908 wurde er in Lübeck als Stadtgärtner eingestellt. 1912 zog er nach Charlottenburg. Und wir erinnern uns, Charlottenburg war damals selbstständige Stadt in Preußen. Dort wurde er schnell Direktor des Gartenbauamts und so gestaltete er fortan die wichtigsten Plätze, Gärten und Parks in unserem heutigen Bezirk. Das sind unter anderem auch der Brixplatz, der Mierendorfplatz, der Dernburgplatz, der Karolinger Platz, der Kuno-Fischer-Platz, der Goslarer Platz und der Volkspark Jungfernheide. Stichwort Volkspark. Da wird schon deutlich, dass Barth einer der wichtigsten Vertreter der Gartenbauentwicklung nicht nur für die oberen 10.000, sondern der Realisierung für breite Schichten der Bevölkerung war. Denn vergessen wir nicht, damals wurde der dritte, vierte, fünfte Hinterhof eng beieinander wohnend genutzt. Licht und Sonne, das waren wichtige Stichworte, gerade auch für die ärmeren Schichten der Bevölkerung. Insofern hatte seine Gartenbaukunst immer auch eine soziale Komponente. Hinter mir liegt der Lietzensee. Der Lietzensee ist ein natürlicher See, kein künstlich angelegter See, sondern setzt, wer hätte es gedacht, die Grunewald-Seenkette hier im nördlichen Teil des Bezirks fort. Er ist ca. 6,6 Hektar groß und immerhin 3 bis 4 Meter tief, ohne Zufluss, allein durch Grundwasser gespeist. Heute gibt es einen Abfluss mittels Rohren zur Spree, der früher in das Sumpfgelände des heute zugestütteten sogenannten Schwarzen Grabens führte.
Der Name Lietzensee wiederum stammt vom Dorf Lietzow bzw. Lützow ab, das im Jahr 1719 in die damalige Stadt Charlottenburg eingemeindet wurde. Seinerzeit gehörte der See zum Benediktinerinnenkloster St. Marien und wurde von den Nonnen als Fischteich genutzt. Die Worte Lietzow, Lützow oder auch Lutsche, Ähnliches, werden aus dem slawischen Wort Lutschina hergeleitet, was so viel heißt wie Sumpf oder Lache. Oft wird der Name auch auf die alte Berliner Bezeichnung Lietze für das Blässhuhn zurückgeführt. Legenden. Zurück zum See. Wir sind jetzt über die Schillerwiese ans Seeufer herangegangen. 1824 erwarb der spätere preußische Staats- und Kriegsminister von Witzleben privat den Lietzensee und ließ in den Folgejahren erste Parkanlagen anlegen. Er hatte die durchaus nicht abwegige Idee, eine Insel im See aufschütten zu lassen. Allerdings, der See schluckte einfach viel zu viel Sand und Schutt, ohne dass es zu einer Insel gekommen wäre. An der Westseite des Sees ließ er sich ein Landhaus bauen und eine kleine Badeanstalt anlegen. 1837 starb Witzleben. 3 Jahre später erhielt der Park per Kabinettsorder den Namen Park Witzleben. Im gleichen Jahr verkaufte die Familie den Besitz an Ferdinand Deppe. Deppe war ein vielseitiger Mann, Maler, Kunstsammler, Botaniker und Gartenkünstler. Deppe brach 1824 mit einer Expedition nach Mexiko auf, die ihn dann weiter nach Kalifornien und Hawaii führte. Im 19. Jahrhundert, ein Weltenbummler. Er sammelte und beschrieb viele Pflanzen. Die von der Expedition zusammengetragenen Sammlungsstücke befinden sich heute im Naturkundemuseum hier bei uns in Berlin. Übrigens, zahlreiche Tiere und Pflanzen aus Mittelamerika wurden nach ihm benannt. Im Lietzenseepark, also dem damaligen ja noch Witzlebenpark, begann er, Rosen und Dahlien zu züchten. Diese Raritäten konnten von allen bestaunt werden, denn der Park blieb öffentlich zugänglich. Deppe selbst starb 1861 in Charlottenburg. 1899, kurz vor der Jahrhundertwende, kaufte die Terrain-Gesellschaft Park Witzleben das Gelände und ließ dann endgültig einen öffentlichen Park anlegen. 1910 erwarb Charlottenburg die Stadt den See samt Park. Und dann sind wir wieder bei Erwin Barth. Entwürfe zur Umgestaltung des Parks von ihm konnten erst nach dem Ersten Weltkrieg umgesetzt werden. Neue Grünflächen wurden angelegt und der Park im Jugendstil zum Landschaftspark umgestaltet. Da die Wiesen im Park damals dann trotz aller Öffentlichkeit doch nicht betreten werden durften, legte Barth einen kleineren Spielplatz unterhalb der neuen Kannstraße Ecke Wundstraße an. Auch heute ist dort noch ein Fußballplatz. Und da, wo heute der sogenannte große Spielplatz ist, neben bzw. vor dem Parkwächterhaus, ließ Barth eine riesige sogenannte Volks- und Spielwiese einrichten. Nach starken Kriegszerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde die Parkanlage in den 50er Jahren wiederhergestellt. Und ohne den See ist der Park heute noch gut 10 Hektar groß und eine wichtige Naherholungsstätte hier für den Kiez, rund um den Lietzensee. Meine Lieben, wir sind angekommen bei der sogenannten Kleinen Kaskade. Und es gibt hier einen Verein seit 2004. Er heißt Bürger für den Lietzensee. Lieber Herr Voss, Sie sind Vorsitzender. Was hat Sie seinerzeit bewogen, 2010 zu sagen, hey, ich habe Lust, mich hier zu engagieren?
Ja, dieser Bürgerverein wurde ja schon 2004 gegründet, das haben Sie richtig gesagt. Das waren damals, ich weiß nicht, die Älteren unter uns erinnern sich, das waren die Zeiten schwerer Kassen. Es war nicht genug Geld. Also Deutschland hatte die Stabilitätspakt der Eurozone gerissen. Und damals musste gespart werden. Das Bezirksamt hatte nicht genug Geld und der Senat hatte auch nicht genug Geld. Also haben sich Leute entschlossen, eine Bürgerinitiative zu gründen und haben gesagt, wir dürfen den Park nicht verfallen lassen. Der muss so erhalten werden der Bevölkerung, wie er ist. Und da hat sich diese Bürgerinitiative Bürger für den Lietzensee gegründet, 2004. Und Sie haben eben richtig gesagt, Herr Naumann, ich bin erst hier 2010 nach Charlottenburg gezogen. Und ich war früher in Friedenau und ich habe hier diese Gruppe kennengelernt bei einem Samstagseinsatz. Da waren sie da und haben da unten in den Beeten geackert und haben Unkraut gezupft und haben gehakt und gehäckert und alles wieder schön gemacht. Und da dachte ich, oh, du musst jetzt irgendwie hier in diesem neuen Bezirk Leute kennenlernen, interessante Leute. Und du willst auch was machen, du willst dich auch einbringen. Nicht nur immer nehmen, sondern auch vielleicht ein bisschen mal was zurückgeben von dem, was man alles erfahren hat. Und so habe ich gedacht, mache ich einfach bei den Bürgern für den Lietzenseepark mit. Ja, und dann habe ich da angefangen mit denen am Samstag, jeden zweiten Samstag im Monat, das machen wir immer noch, ist Samstagseinsatz. Und da lernen wir als Bürger für den Lietzensee auch viele junge Leute kennen, viele neue junge Leute. Lieber Herr Voss, dieses herausragende ehrenamtliche Engagement, und das muss man ja nochmal unterstreichen, ehrenamtliches Engagement, also wirklich hier mit Gemeinsinn unterwegs zu sein, hat der Bezirk auch sehr schnell gewürdigt mit der Verleihung des Erwin-Barth-Preises. Wie viele Mitglieder hat der Verein? Wir haben inzwischen auch die Ferdinand-von-Quast-Medaille des Senats bekommen. Also wir sind gut angesehen in Berlin. Also das wird sehr honoriert, was wir hier machen. Wir haben im Augenblick so 220 Mitglieder. Es werden immer mehr. Bürgerliches Engagement ist schön. Und das ist sozusagen unser Park geworden. Also das ist das Tolle dabei. Wir stehen hier vor der kleinen Kaskade. Wann fließt denn hier mal Wasser? Das bleibt ein großes Geheimnis, würde ich sagen. Nein, nächstes Jahr. Also dieses Jahr soll der Brunnen schon wieder an den Wochenenden in Betrieb genommen werden. So eine Sanierungsmaßnahme für wenig Geld soll stattfinden. Aber dann ist es so, ich bin auch Bauingenieur, deswegen kann ich das gut hier einschätzen. Wenn man zum Beispiel diese Anlage erneuern will, es nimmt keine Handwerksfirma Garantie auf eine Reparaturarbeit. Und ich glaube, es muss alles dann in Stahlbeton neu gemacht werden. Das ist so mein Kenntnisstand. Und das kostet richtig viel Geld. Und da sind die Kostenschätzungen, das weiß man ja in Berlin, das läuft immer alles aus dem Ruder und wird alles viel teurer. Ich weiß nicht, jetzt hat man zuerst mal 500.000 geschätzt. Da sind Sie aber besser informiert wahrscheinlich als ich im Augenblick. Aber das soll nicht reichen. Wir wissen nicht ganz genau, wie die Wassertechnik aussieht, ob man das Wasser aus dem See rauspumpt und dann wieder runterlaufen lässt, wie in der großen Kaskade da hinten. Oder ob man hier einen eigenen Brunnen einsetzt, einen eigenen Tiefbrunnen. Oder ob man das weiter mit Stadtwasser macht, was sehr teuer ist. Also die ganze Brunnentechnik ist mir jedenfalls noch nicht bekannt, aber das zählt auch alles dazu zu den Kosten, was da entstehen muss. Nicht nur die bauliche Anlage, sondern die Brunnentechnik auch. Und hier im Augenblick ist es so, dass hier Erwin und Gudrun Tetzlaff, für die ist das so praktisch ihr Baby, ihr Vorgarten. Und die machen das mit einer Liebe, diesen Teil des Parks, der sieht ja besonders gut aus, aber das kostet so viel Handarbeit. Das schaffen wir sonst eigentlich in der Samstagsgruppe, die ich eben genannt habe, oder in der Dienstagsgruppe, wo wir jede Woche arbeiten, schaffen wir das nicht. Da versuchen wir immer, hier zum Beispiel den Rand des Sees da das Unkraut rauszuzupfen, dass man als Nutzer des Parks einen schönen Blick auf den See hat. Oder wir legen die Kanten frei, dass zum Beispiel der Rasen nicht in die Wege wächst oder die Steine nicht von dem Regen in die Rasenflächen geschwemmt werden. Das versuchen wir alles zu trennen. Das machen wir immer in der Dienstagsgruppe, also am Dienstag jede Woche und Samstag einmal im Monat. So, das ist unsere Arbeit. Thank you.
ich drücke die Daumen, dass es klappt, dass hier die Handwerker, diejenigen, die hier dann für den Bau Verantwortung tragen, gut vorankommen, auf dass wir möglichst ja, im nächsten Jahr hier schon zumindest erste Zwischenergebnisse sehen. In jedem Falle, lieber Herr Voss, sage ich Ihnen und den Mitgliedern des Vereins ein riesengroßes Dankeschön für das Engagement. Sie haben an der Stelle auch dem Bezirksparlament, der Verwaltung insgesamt immer wieder Motivation gegeben, um voranzukommen. Und ich denke, jetzt sind die Dinge im Haushalt eingestellt, unterstützt auch mit 150.000 Euro vom Deutschen Bundestag. Also an der Knete fehlt es aktuell nicht. Wir müssen jetzt finden, Corona ist uns da auch ein bisschen dazwischen gekommen, geeignete Handwerksfirmen zu finden. Und ich denke, dann können wir zusammen gut durchstarten. Kurze Frage noch zum Abschluss unseres wunderbaren Interviews. Werden noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht? Ist der Verein offen für neue Mitglieder? Ja, besten Dank erstmal für diese Information. Natürlich, wir brauchen immer neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Also vor allen Dingen junge Leute, die ein bisschen Power, ein bisschen Bizeps haben. Das wäre schon ganz gut für unseren Garteneinsatz hier. Jetzt, meine Lieben, geht's weiter zum nächsten Ort wunderbaren ehrenamtlichen Engagements. Freuen Sie sich auf das Parkwächterhäuschen. Meine Lieben, willkommen am Parkwächterhäuschen hier im Lietzenseepark. 1925 nach den Plänen des Magistrats Oberbaurates Rudolf Walter errichtet, der ab 1900 in der Charlottenburger Stadtverwaltung tätig war. Parkwächterhäuschen hatte natürlich auch einen Parkwächter seiner Zeit. Im ersten Stock seine Dienstwohnung, die Parkverwaltung war in einem Raum im unteren Geschoss untergebracht. Früher wurde der Park nachts abgeschlossen. Im Erdgeschoss gab es auch eine öffentliche Toilette für Damen und Herren und zudem zuerst eine Verkaufsstelle für Milch und Mineralwasser und später einen Kiosk. Inzwischen gibt es einen Verein, der sich für die Erneuerung, Modernisierung, Restaurierung engagiert, als Angebot hier für die Menschen im Park in der Nachbarschaft. Liebe Frau Baumeister Frenzel, lieber Herr Knobloch, danke, dass Sie auch mit dabei sind. Was war der Impuls, die Initialzündung seinerzeit zu sagen, hey, Parkwächterhäuschen, dich wollen wir aus dem Dornröschenschlaf wachküssen? Ja, also ich war schon engagiert im Park bei den Bürgern für den Lietzensee, die sich dann sehr engagiert haben, dieses Haus voranzubringen. Sie wollten unbedingt, dass da etwas passiert und haben aber selber gesagt, nein, wir wollen es nicht machen, wir kümmern uns schon um den Park. Und da habe ich dann gesagt, Mensch, ich kenne tolle Leute, mit denen ich schon tolle Sachen gemacht habe. Und habe einfach mal rumgefragt, wer hat Lust, wer möchte mitmachen. Wir waren jeden Tag auf dem Spielplatz mit unseren Kindern hier. Die mussten auf die Toilette gehen, die wollten ein Eis haben und hier war einfach alles zu und es gab nichts. Und so wurde aus einer Schnapsidee am Anfang, wurde dann ein Konzept und dann wurde das Konzept angenommen, erst von den Leuten hier im Park und dann auch von der Politik und so ist das dann entstanden. Ich erinnere mich daran, dass ich auch Schirmherr sein durfte für die Spendensammlung. Eine Zeit lang gab es ja hier ein Spendenbarometer. Wie war die Resonanz, auch einen Euro rüberzureichen hier im Kiez in der Nachbarschaft, Herr Knobloch? Ja, also es war so, dass wir gerade schon anderthalb Jahre Gelder akquiriert hatten und Lotto-Stiftungsgelder sozusagen zum Greifen nahe hatten und wir hatten im Konzept schon immer beschrieben, dass wir auch unseren Eigenanteil natürlich an Mitteln beibringen wollten und so kam dann die Spendenkampagne 30 Tage, 30.000 zustande. Es war sehr ambitioniert, aber wir haben eigentlich von vornherein eigentlich an unseren Kiez auch geglaubt, weil es ist ja ein wirklich reines nachbarschaftliches Engagement
durch und durch. Und Gott sei Dank auch mit Ihrer Unterstützung konnten wir das auch entsprechend publik machen. Und wir haben eine sehr hohe Resonanz auch bekommen. Gleichwohl hatten wir am Anfang doch ein relativ zähes Spendenverhalten. Wir hatten dann das Glück, dass wir gleichzeitig dann eben noch die Fête de la Musique hatten, wo wir dann schon auch vor dem Haus dann entsprechend dann auch ein bisschen Stimmung machen konnten. Und schließlich durch eine recht enge Verstrickung eigentlich aller angeschlossenen Medien, die uns auch wirklich unterstützen wollten, das hat man gemerkt, konnten wir es dann erreichen, dass es dann zum Schluss dann so sehr rumgesprochen hat, dass wir dann wirklich am letzten Tag über die 30.000 genau rübergekommen sind, die wir auch erreichen wollten. Also es war atemberaubend eigentlich. Ja, ne? Es war ganz toll, ja. Meine Wahrnehmung war, dass die Spendenaktion auch nochmal richtig in der Breite im Kiez auf dieses Kleinod aufmerksam gemacht hat. Tolles Engagement. Nun ist völlig klar, auch für den Laien mit 30.000 Euro Eigenanteil, Sie haben schon eben angesprochen, Stichwort Lottomittel, ist natürlich, wir waren gerade vorher bei der kleinen Kaskade und haben gehört, teilweise geht es ja wirklich nicht mehr um Sanierung, sondern um Neubau. Wie verhält es sich hier? Wenn man mal sagt, 100% der Wegstrecke bis Baubeginn, wo sind wir angekommen, prozentual? Ja. Genau, ich mache mal den Anfang. Insofern, also wir sind ja eigentlich an einem Punkt, wo der Verein die gesamte Arbeit, die wir leisten konnten, bereits jetzt schon getan hat. Also wir haben die entsprechenden Gelder akquiriert und wir haben auch von Vereinsseite das Haus, das sieht man jetzt von außen gar nicht, aber es ist innen komplett entkernt. Wasser ist abgesperrt, Strom ist abgesperrt und alle Wände sind freigelegt. Wir können eigentlich sofort loslegen. Gleichwohl mussten wir doch sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen, weil halt eben die Prüfung der Bauplanungsunterlage sehr, sehr lange in Anspruch genommen hat. Und in der Zeit ist dann tatsächlich die ganze Sache dann einfach wegen der Teuerungsrate dann deutlich nochmal durch die Decke gegangen und wir mussten nachschießen. Genau, und wir haben von der Lotto-Stiftung 600.000 Euro bekommen, plus unsere Eigenmittel, das reicht dann aber immer noch nicht. Und wir mussten jetzt nochmal Gelder nachakquirieren sozusagen. Das hat jetzt auch nochmal Zeit gedauert. Und Gott sei Dank kriegen wir jetzt Bundesmittel zur Verfügung gestellt. Allerdings ist das auch nochmal ein bürokratischer Aufwand, bis man tatsächlich an diese Mittel herankommt. Aber wir sind da ganz hoffnungsfroh, dass tatsächlich das gesamte Finanzierungsprozedere in den nächsten Wochen abgeschlossen sein wird. Und dann können wir beim Architekten die Ausführungsplanung in Auftrag geben. Das ist so das Paradestück des Architekten, wo der auch endlich dann mal Geld dafür bezahlt bekommen soll, weil er bisher unentgeltlich gearbeitet hat für uns. Und wenn die Ausführungsplanung steht, dann gibt es das Ausschreibungsverfahren für die Gewerke. Und wenn dann die Gewerke gebunden sind, dann können wir anfangen zu bauen. Welches Konzept soll umgesetzt werden? Naja. Im Prinzip ist es so, dass wir natürlich ein Zentrum zwischen drei Anrainer-Kiezen hier sind und im Park trifft sich halt alles und hier ist der Mischmasch eben aller Couleur zu finden und genau das nehmen wir eben auch zum Anlass, dieses Haus zu öffnen. Früher war das Haus ja gar nicht begehbar. Wir werden unten ein gastronomisches Konzept anbieten und zwar auch ein bisschen ungewöhnlich wahrscheinlich, weil wir versuchen, den Spagat zu schaffen zwischen dem doch relativ anspruchsvollen Klientel mit hoher Qualität und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Anrainer, die es nicht so dicke auf der Tasche haben, die möchten wir genauso erreichen und von daher werden wir ein klassisches Biergartenkonzept eben auch fahren, wo wir eben auch mit den entsprechenden Preisen alle erreichen können und eben entsprechend anbieten. In den oberen Etagen haben wir vor, die Räume ebenfalls zu öffnen. Das wären dann aber eher Möglichkeiten zum sich begegnen. Wenn wir die Covid-19-Pandemie überstanden haben, dann sind das dann Gemeinschaftsräume, die man entweder dann für Seminare auch buchen wird können oder man kann sie auch zusammenfassen zu einem kleinen Saal und dort werden wir dann zum Beispiel kleine Ausstellungen haben. Vielleicht, wenn wir mal wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft zusammen angucken können, auch mal sowas in ganz niedrigschwelligen Angeboten und so weiter. Aber im Prinzip sind wir eigentlich eine Art Rahmengeber und setzen eigentlich auf die Kreativität und Schöpfungskraft des gesamten Kiezes und wir bieten dann diese Räumlichkeiten zur Verfügung, um das mit Leben zu füllen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir wollen dieses Haus gemeinnützig zur Verfügung stellen für die ganze Nachbarschaft und wir sind wahnsinnig gespannt, was die Nachbarschaft mit dem Haus vorhat. Gleichzeitig haben wir jetzt endlich die Förderung bekommen, dieses Haus zu sanieren. Wir stehen aber nach der Sanierung dann ohne Fördergelder da.
Also müssen wir auch dieses Haus dann selber unterhalten. Wir werden dieses Haus also auch vermieten. Wir hoffen natürlich, dass wir hier keine Mega-Events haben, sondern eher kleine familiäre Hochzeiten oder 70. Geburtstage oder sowas. Also die Räumlichkeiten sind dann auch für die Nachbarschaft, stehen zur Verfügung als Festräume. Ja, es ist deutlich geworden, dass es ein Angebot sein wird für die Vielfalt hier, die den Lietzenseepark nutzt und besucht. Ja, und ich kann nur sagen, 100 Jahre Lietzenseepark ist eben nicht nur der Blick zurück in die Vergangenheit, sondern auch ein Ausblick natürlich auf das 101. Jahr 2021 im kommenden Jahr, wenn dann die Feierlichkeiten hoffentlich nachgeholt werden können. Aber mindestens darüber hinaus natürlich mit Blick auf die nächsten Dekaden. Was für eine Power, was für ein zivilgesellschaftliches Engagement hier gelebt wird, das sollte der heutige Kiezspaziergang auch ein Stück weit Ihnen, meine Lieben, in dem neuen Format deutlich machen. Ich sage herzlichen Dank. Ich wünsche dem Verein weiterhin viel, viel Erfolg. Gleichermaßen wie auch Ihnen, die vielleicht Lust haben, nach diesem Mini-Kiezspaziergang im Internetformat zu sagen, hey, wenn ich Herrn Naumann schon nicht zum Live-Kiezspaziergang im Juli treffen kann, zweiter Samstag des Monats, 14 Uhr, dann begebe ich mich aber vielleicht mit diesen Anregungen mal vor Ort. Mit dem gebotenen Abstand, Maske tragen, aufeinander Rücksicht nehmen. Herzlich willkommen all denjenigen, die das heute gesehen haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie einen Geburtstagsbesuch im Lietzenseepark demnächst vornehmen. Ansonsten bleibt mir natürlich nur der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass wir in der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie auch bald wieder uns real zu einem Kiezspaziergang begegnen können. Wo und wann auch immer. Bleiben Sie gesund, alles Gute und take care.